So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Animal Crossing New Leaf. Und ja, meine Friends. Oh, was ist das denn, Peter? Oh, hallo, Bürgermeister Zero, ich hab Post für dich. Ich habe sie dir in den Briefkasten geworfen, also schau mal dort nach, wenn du Zeit hast. Wenn dein Briefkasten voll ist, kann ich dir keine Briefe zustellen, also leere ihn regelmäßig aus. Dass du Post hast, erkennst du an diesem kleinen blinkenden Symbol an dem Briefkasten. Also gut, ich muss weiter. Wir sehen uns. Okay, Peter. Hau rein. Und ja, Leute, ich sehe ziemlich zerzaust aus. Und warum sehe ich so zerzaust aus und so kaputt und alles Mögliche? Ganz einfach. Das gute alte Zero hat lange Zeit nicht aufgenommen. Und woran lag das? Ganz genau, es lag an einer Sache, die ihn das Leben schwer gemacht hat. Ich hatte jetzt die schlimmste Woche meines Lebens hinter mir. Das ist ein vielklebriges? Nein! Oder vielklebriges? Wie nennen sie das? Klebriges oder klebriges? Ich glaube klebriges, oder? Kann ja kein klebriges Kleeblatt sein. Das heißt klebriges. Das ist ein Heu... Eine Heuschrecke! Oh mein Gott! Hier ist so wunderschönes Wetter in diesem Spiel und einfach... Ja, im Real Life ist einfach so scheiß Wetter. Es ist abnormal. Aber egal, was ich sagen wollte. Die schlimmste Woche meines Lebens. Es hatte nichts mit Let's Plays zu tun. Es hatte... meine Zähne zu tun, ja. Meine Zähne. Was war mit meinen Zähnen? Ja, ich habe mir gedacht, meine Zähne, ne, tun ein bisschen weh. Gehst zum Zahnarzt hin. Also, es ist schon ein bisschen länger jetzt her. Und der hat mir gesagt, ja, du musst die Weisheitszähne ausbekommen. Und ja, genau das passiert. Ich habe meine Weisheitszähne gezogen bekommen. Und einen kaputten Zahn, den der Zahnarzt zerstört hat. Ihr müsst ja so vorstellen, ihr seid beim Zahnarzt, er sagte, ja, ich mache dir da die Krone neu. Alles klar, machst du mir die Krone neu. Er will da ein bisschen den Zahn ampulieren, anstatt einmal macht er, krups, da bin ich abgerutscht. Alles klar, der versteht was von seinem Handwerk, ne? Ist auch gut Deutsch. Und ihr habt mir gesagt, ich soll die 1A-Äpfel da mitnehmen. Sind das die 1A-Äpfel? Waren das die? Ich weiß es nicht. Bin ein bisschen, keine Ahnung, auf jeden Fall, nee, das waren leuchtende Äpfel, das waren andere, hier sind rote Rosen. Aber eigentlich will ich erstmal ein bisschen aufräumen, ein bisschen labern mit euch, deswegen lohnt sich jetzt eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall ist abgerutscht, der Zahn war kaputt, der muss auch gezogen werden, das heißt, es mussten 5 Zähne gezogen werden und ja. Unter Vollnarkose, wunderschön, ich hatte irre Bock zu nichts. Hab jetzt schon eine Woche lang Urlaub gehabt, mit Fäden im Mund und alles, musste alles zugenäht werden und dann, oh Gott, ey, das... Keine Ahnung, ich konnte nichts, ich konnte nur Brei essen, das war einfach nicht schön. Frau Rosina, ich möchte etwas verkaufen. Oh, hallo Neb, was hast du dir denn heute, was hast du mir denn heute mitgebracht? Ich habe hier ein Kassettendeck. Was? Noch ein Kassettendeck. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr das wisst, was das sein soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man mich noch vernünftig verstehen kann, weil ich rede ein bisschen anders, weil ich versuche so gut wie möglich die Backen nicht irgendwie anzuspannen, weil es halt noch alles voller Fäden ist. Und Schmerzen und Narben und alles. Deswegen konnte ich auch nicht aufnehmen, weil ich hatte eine dicke Lippe, dickes Gesicht, dicke Backen, kaputt, alles. Es war nicht schön. Es war, wie gesagt, es war eine schlimme Zeit und... Wissen alle, was Snap macht. Snap macht da oben den anderen Laden fertig da. Was damals sein Dad gemacht hat im Worldwide. Oh, ich habe Worldwide gestern im Saturn gesehen. Ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, das muss ich mir kaufen. Aber hab's dann doch gelassen, weil ich mir dachte, nein, wäre Geldverschwendung. Lassen wir das kommen. Sparen ein bisschen Geld. Für irgendwas Vernünftiges. Und ja. Am besten für ein Bett da, wie ich das denn sehe. Das ist doch eine schöne Sache. Oder was gibt es sonst noch Schönes zu kaufen? Was ist das da? Ist das eine Lampe? Ist das eine fucking Lampe? Papierwandlampe. Okay, ne, lass mal lieber stecken. Ich will eigentlich nur meinen Schrott verkaufen hier bei dir. Verkaufen. Das ist alles deins. Kriegst du für 1000er? Okay, 600. Ah, damit bin ich zufrieden. Ich habe schon weniger gerechnet, schon fast. 600 für Muscheln? Das ist voll in Ordnung. Das nehmen wir. Damit verschwinden wir wieder. Friseurbesuch wäre ganz gut, glaube ich, ne, bei den Klamotten. Und ihr habt auch gesagt, ich soll mir unbedingt ein neues Hemd kaufen. Und die meistgestellte Frage in den Kommentaren war, ey, Zero, können wir irgendwann hier mitmachen? Und die Sache ist, wenn ich Zeit habe, auf jeden Fall. Aber zurzeit ist, wie gesagt, noch nicht so gut.
Aber ich versuche es. Sagen wir so. Oh, ein Nashorn! Oh mein Gott! Ah! Du bist auch der neue Bürgermeister, oder? Ich bin Frank Rumpel. Meistens bin ich total verschwitzt. Denk dir nichts, aber meine Muckis stehen eben ständig unter Strom. Alles klar, das ist Frank S., Leute. Ich bin froh, dass wir uns endlich treffen. Jetzt wird mal ein ganz neuer Wind durch Pika Pika. Alles klar, Frank. Frank, der Bodybuilder. Oh yeah. Cooler Typ. Oder steinharter Typ, man weiß es noch nicht. Und das ist eine Rose. Soll ich sie retten? Ich habe keine Gießkanne. Oh mein Gott. Amazing. Ja, aber wie gesagt, Leute, das Projekt sollte eigentlich so ein Frage-Antwort-Projekt werden. Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie in die Kommentare stellen. Und wie wir fragen, mal in den Kommentaren. Genau, null. Es war nicht eine Frage in den Kommentaren, außer, ey, Sido, können wir mit dir spielen? Oder, ey, Sido, cool, dass du es wieder machst? Oder, ey, das ist mein Haus. Nee, da wird ein Haus gebaut. Das ist nicht meins. Ich hab Post. Oh, ein Geschenk. Ein Geschenk? Ein Geschenk für mich? Oh mein Gott. Und viele haben auch wieder die Frage gestellt, ey, Zero, was mit Animal Crossing bekommt? Es kommt immer sonntags, Leute. Es kommt immer sonntags. So, erst den Briefumschlag lesen, Leute, dann das Geschenk. Lieber Zero, du bist ganz allein in die große, weite Welt. Ich bin schon ein ganz bisschen nervös. Hier ist etwas, das du sicher gebrauchen kannst. Pass auf dich auf, Mama! Okay, danke, Mama. Jetzt das Geschenk öffnen. Was kriegen wir von Mutti? Ein Pünktchenhocker. Klasse. Unbekannter Absender, okay. An Sie, Glückwunsch zu deinem neuen Job im Rathaus. Eigentlich sollte ich der neue Bürgermeister werden, aber es kam etwas dazwischen. Du schaffst das schon, PS. Erzähl das bitte keinem. Alles klar! So klaut man sich heutzutage Jobs. Was ist hier denn? Bam! Oh, eine Fundsache! Ich frag mich, ob die wohl jemand verloren hat. Alles klar, Leute. Sherlock Holmes Mütze auf. Holt die Linse raus und ab geht's auf die Suche nach demjenigen, der das hier verloren hat. Zu Schnapp und Lab könnt ihr auch gehen. Ey, hallo, ein Pferd. Hey, ganz schön lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe, Zero. Cool, dich mal wiederzusehen. Ja, gehören die Fundsache hier? Hey, du, brauchst du irgendwas oder was liegt an? Hey, yo. Ist das deins? Ja, was denn sonst? Bestimmt nicht meine Blumen. Nein, das sieht nicht so aus, als wäre es meins. Ah. Frag doch mal jemand anderen. Alles klar, Hotte. Oh, diese wunderbare Aussicht. Wie heißt du noch? Heißt nicht... Scheiße, keine Ahnung, wie du heißt. Timo. Ach, dich habe ich seit Tagen nicht gesehen. Warst du eigentlich die ganze Zeit beschäftigt? Ah, du hast deine weiße Sehne gezogen bekommen. Ah, verstehe. Das ist wirklich sehr... Ah, witzig. Ah, hast du mich gerade ausgelacht, Timo? Was? Habe ich was verloren? Gehört das da dir? Dieser Knuddelbär auf der Tasche? Ist nicht meins. Sehe ich so aus, als würde ich so einen Plunder besitzen? Nein. Alles klar, du streunende Katze. Ich gehe dann weiter und... Rosen sind rot. Unkraut ist grün. Zero Mark, let's playen. Das nur zu Genü. Oh mein Gott, fett Freestyle-Rhyme. So, wo sind die Bienen? Wo sind die Bienen? Ich habe letztes Mal meine alte Playlist durchgeguckt und da war so ein Part. Nein, da sind sie! Nein, 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 no comment on this. Letztens meine alte Playlist gesehen und da habe ich auch gesehen, dass ja ich relativ früh vom Bienen gestochen wurde. Geld. Oh, meins. Oh, und eine Sache, die mich auch noch beschäftigt, beziehungsweise die ich gerne hätte getan hätte, wäre zur Gamescom. Viele waren auch für Gamescom, viele YouTuber. Nein, 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 nicht two in a row, two in a row, two in a row. Oh. Hört auf jetzt. Oh, Geld. Das macht wieder die ganzen Wunden weg. Auf jeden Fall wäre ich auch gerne auf der Gamescom gewesen. Aber wie gesagt, es hat halt einfach damit zusammengelegen. Erstmal, am Anfang wollte ich mit Faf dahin.
Pfaff hat dann aber keine Zeit, weil der wegfliegt nach Ägypten. Ist okay, viel Spaß. Und das ist halt auch das Problem, dass Pokémon Black, ja, was ich jetzt damit mache, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde es alleine weiter aufnehmen jetzt erstmal, solange Pfaff im Urlaub ist, weil was anderes bleibt nicht über, oder übrig. Oh, Junge, nee, nicht free in a row, nicht free in a row. Free in a row, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Nein, 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 nein. Ey, so langsam haben wir es jetzt aber, oder? Der muss doch schon... Oh Gott, ich stelle mir vor, der hätte eine Allergie dagegen. Ey, der wäre doch schon tot, der Junge. Wäre doch nicht mehr witzig. Der Arme. Ne, wie? Ach, geht doch. Alles klar. Ja, ein bisschen Geld. Ja, wie gesagt. Ich wäre gerne mit Pfaff hingeflogen. Oder er hat keine Zeit. Und... Ja, eine Sache! Das wollte ich. Geil, das ist irgendwas Cooles. Da. Und dann, ja, hatte ich niemanden, weil alle anderen Let's Player, die hatten schon Leute, mit denen sie dahin fahren. Und ich habe ja eh nicht so viel mit anderen Let's Playern zu tun, weil ich einfach keine Zeit für sowas habe. Ich arbeite, Freundin, bla bla bla. Und ja, da habe ich einfach, ich habe nur ein bisschen Kontakt mit PKs. Mit Darky verstehe ich mich ganz gut, aber die wollten was mit Setslayer machen. Und ja, da wollte ich da einfach nicht dazwischen funken, so auf gut Deutsch. Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Deswegen, und ich hatte halt auch einfach, wie gesagt, es ging einfach nicht, den Weiß erzählen, deswegen kann ich leider, beziehungsweise konnte ich leider nicht, dorthin. Erstmal Schnapp und Nepp, würde ich sagen. Und dann gehen wir uns umziehen. Oh Gott, da gibt's die geilsten Sachen schon gleich von Anfang an. Ah, mein Gott, mein alter Bruder Nepp. Ja, hier findest du außer Möwen und Waren. Ich weiß, was es hier gibt. Die geilste Sache überhaupt gibt's hier gleich. Ein Planschbecken! Oh, das ist. Oh, das wäre eine Überlegung wert fast, ey. Wir kosten Kescher und so eine Scheiße. Das brauch ich ja auch. 500! Nehmen wir mit! Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß Bescheid. Brauchst du was nicht sagen, Schnapp? Dann schlepp ich dir gleich eine. Eine Schaufel. Die klauen wir uns natürlich auch sofort, weil Schaufel ist wichtig. Nein, wir haben jetzt viel zu wenig Geld für unseren Swimmingpool. Oh mein Gott, ich wollte aber einen Swimmingpool haben. Ich werde diesen Swimmingpool heute noch kaufen. Weil das Letzte ist, was ich heute tun werde. Danke für deinen Besuch. Oh yeah. Auf jeden Fall, wie gesagt, Leute, ich wäre gerne auf Gamescom gewesen. Hätte gerne von euch ein paar getroffen. Das ist so... Keine Ahnung. Also es ist für mich so das Wahre, was ich mit YouTube eigentlich verbinde. Wisst ihr? Klingt ein bisschen komisch, aber ich bin jetzt, ist, Moment, erstmal will ich gucken, was ich bekommen habe. Ein Ölfass. What the fuck? Egal, ein Ölfass halt. Ich muss mal hier halt mal kurz den hier ausrüsten. Weil so können wir ein paar Insekten fangen, das ist ganz cool. YouTube ist für mich jetzt kein großes Medium. Die meisten YouTuber werden ja fast schon als Stars gefeiert und auf großen Bühnen gelassen. Und da frage ich mich, hey, was soll sowas? Ich verstehe es halt einfach nicht. Deswegen, also... Es sind auch nur ganz normale Menschen. Und was sollen so Let's Player oder so Beauty-Leute da auf so einer großen Bühne machen? Die stehen da rum und werden angebrüllt, weil sie gefeiert werden. Mehr aber auch nicht. Deswegen, das ist so ein bisschen... Keine Ahnung, da fehlt mir so ein bisschen... Das Hinter... Das, einfach der einfache Hintergrund. Und ich merke gerade, wir haben eine Schaufel. Das heißt, wir können das Schaufelspiel machen. Das ist viel geiler als Cashern. Oh mein Gott, ich kaule, da geht die Uhr los. Wie heftig war das denn, ey? Keine Ahnung, ich sehe YouTuber nicht als Stars. Wenn ich jetzt größerer YouTuber wäre oder bin irgendwann mal... Oh, cool. Da war ja was drin. Dann würde ich... Keine Ahnung, ich würde mir sowas... Keine Ahnung, ich würde sowas nicht gut finden, so auf gut Deutsch, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das waren, glaube ich, alle. Ja. Ein bisschen Geld gemacht. Dezent. Aber es ist doch, glaube ich, immer im Auge des Betrachters. Für manche sind halt die ganzen YouTuber so Leute, die man halt übelst abfeiert seit mehreren Jahren und so. Aber keine Ahnung, ich sehe das nicht so. Ich sehe das halt so auch als ganz normale Menschen einfach nur, die auch nur ihr Ding machen und ein paar Videos hochladen auf YouTube. Ich verstehe das einfach nicht.
verkauf mal alles auf den Hocker von meiner Mutti, auch wenn sie das nicht freuen wird. Und wie kriegen wir 20.000? 4.000 Euro! Unser Aquarium da, Poolbecken ist auf jeden Fall ein Must-Have. Wir haben's! Deswegen, so ist meine Meinung dazu. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass YouTuber irgendwie Stars sind. Deswegen, wenn ihr derselbe Meinung meint, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Deswegen, auf wo bin ich stehen geblieben? Ich wollte eine Fundsache abgeben eigentlich. Genau. Machen wir gleich. Und ich habe schon wieder Geld. Und ich habe meine Taschen sind rechnen voll. Klasse. Wie viel Geld haben wir denn? Oh. Wir haben gleich den ersten 10.000er schon. Wir haben den ersten 10.000er schon. 12.000. Oh mein Gott, ey. Dieses Stein, das ist immer richtig nice, ey. Da hat man gleich richtig viel Kohle sofort. Das ist... In Ordnung, sagt er. In Ordnung. So macht man aus, ja, 500 Münzen 13.000. Bam, 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 bam. Maps und unser erster Käfer. Eine riesen Zigarde. Oh mein Gott. Gleich eingetragen ins Fangbuch. Oh mein Gott, ein Grashüpfeli. 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 Nein! Nein! Ach, Grashüpfeli. Was ist das? Oder Heuschreckli? Nasenschrecki. Nasenschrecki, oh mein Gott. Supi Sache. Wenigstens ein Viech. Ist das denn das perfekte Äpfel jetzt hier? Nee. Nirgendwo sind perfekte Äpfel, oder? Kann das sein? Ne, nirgendwo sind die perfekten Äpfel. Oh. Oh, der sieht cool aus, der Käfer. Der ist regenbogenfarben. Du bist der Regenbogendrache. Oder? Okay, der Regenbogenkäfer. Ein Prachtkäfer, ein echtes Prachtexemplar. Oh mein Gott. Das war ja mega cool. Ich habe ein Geschenk. Oder war das das Meer? Ich weiß nicht. Ich habe lange den Animal Crossing nicht mehr gespielt. Ich weiß es nicht mehr so gut. Da liegt ja eine Kokosnuss oder sowas am Strand. Das ist auch manchmal so... Es kann passieren, es muss aber nicht. Wisst ihr? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Liegt hier aber nix. Oh, schön am Strand jetzt liegen, ey. Das wäre auch das, was ich feiern würde. Aber Serum darf dank seinem Zähnen lieber zu Hause bleiben und nichts tun. Toll, oder? Also, fand ich voll cool. Aber egal. Nächste Woche bin ich damit durch. Am Montag, dann kriege ich die Fäden gezogen und dann bin ich happy as... Fuck. Noch eine Zigarde, was ist das? Eine Mana-Zigarde. Das ist was anderes. Aber irgendwie doch dasselbe. Oh mein Gott. Nee, aber deswegen bringe ich Animal Crossing ganz gerne am Wochenende, weil es echt mega chillig. Es ist einfach so richtig chille Mille. Ich bin einfach fast hier ausgegraben. Ich mag einfach so richtig chiller Projekte. Das ist einfach so mein Ding. Ich bin gerne jemand, der viel redet, aber nicht viel unternimmt. Deswegen. Achso, ich habe keinen Platz mehr, oder wie sieht das aus? Was machen wir denn weg? Machen wir die rote Rose kurz weg hier. Weiß oder was auch immer es ist. Irgendeine Rose halt. Kommt hier irgendwas raus noch? Nö. Alles unbedeutend. Dam, dam. Bam, bam, bam. Dann überlegen, was wir tun jetzt. Eigentlich wollen wir die Fundsache abgeben. Ja, komm, lass die Fundsache abgeben. Lass uns Menschen suchen. Und da hier kein Menschen leben, außer da oben, müssen wir da oben hin. Noch eine Zygale, noch ein Heuschreckenviech. Oh, Angeln, das müssen wir auch bald wieder machen. Ich versuche auch die ganze Bokale hier zu bekommen. Das wäre auch so eine coole Sache eigentlich. Nichts. Meh. Und... Wir spielen. Achso, Wally ist hier. Wally ist das... Pferd? Ich bin nicht sicher, ich glaube schon. Ich glaube schon. Bam, 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 bam. Da, da, da. Nee, was wollte ich sagen? Timo ist nicht da. Wer ist denn noch hier? Da muss noch ein Haus. Okay, hier ist noch jemand, den wir noch nicht gesehen haben heute. Von daher gleich mal als Bürgermeister einen Hausbesuch abstatten. Ah, das Nashorn. Oh.
was ein schrecklicher Musikgeschmack, ey. Du weißt schon, dass es gesund ist, das Haus ab und zu mal zu verlassen, oder? Deswegen bist du hier drin, oder was? Uhu, Zero, willst du irgendwas besprechen? Ist das deins? Der Teddybär hier. Oh, prima! Ich hab mich schon gefragt, wo das wieder steckt. Glück gehabt. Stampfe! Danke fürs Vorbeibringen. Ich hab nichts. Leider nichts anderes. Achso, außer ein Kochshirt. Jawohl! Leute, da habt ihr es. Da haben wir unser neues Shirt. Ja, pass besser auf deine Sachen auf, gefälligst, Madame. Ne? Bin ein Bürgermeister und kein Postbote hier. Mein Gott, oh Gott, ey. Wo sind wir in dieser Welt, ey? Postbote, der dreimal von einer Biene gestochen wird. Nein! Heuschrecki! Oh mein Gott, ich habe eine Nasenschrecke wieder, oder? Ja. Einmal die Tasche ist voll. Ja, tauschen wir aus. Die bringt nämlich Geld und Blumen bringen kein Geld. Von daher, weg mit den Blumen. Im heutigen Part geht es darum, nur Geld zu machen, Leute. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, soll ich das Museum füllen oder nicht? Das wäre mal so eine Sache, die mich interessieren würde. Weil gerade brauche ich ja viel Geld und ich weiß nicht, ob ich da die ganzen Viecher ins Museum stecken soll. Das wäre nicht ein bisschen belanglos dann, oder? Ich verkaufe jetzt erstmal alles. Ja, eindeutig. Ich nehme bestimmt 2000 dafür. 6000, oh mein Gott! Ja klar, verkauf. Wir machen Kohle. Wir sind ohne Kohle. Oh mein Gott, ich habe damals so auf Berlin-Tag und Nacht geguckt. Und jetzt, dank meiner Freundin, darf ich das ab und zu mal wieder gucken. Dankeschön. Und der spielt immer noch mit. Der spielt seit 5 Jahren einfach bei der Sendung mit. Muss ich mir mal so vorstellen, ey. Der ist so fast so wie ich, ey. Der macht seit 5 Jahren nichts anderes. Ah, so wie ich. Nur Let's Playen. Boah, was ein toller Job. Verdammt. Nee, wenn ich vom Let's Play leben könnte, wäre das cool. Aber irgendwie wäre es doch, glaube ich, langweilig, wenn man so ein Hobby so zum Beruf macht. Weiß ich nicht. Das ist so eine Sache. Oh, wieder so ein... Oh, ich habe den Fluss wieder. Ich habe gerade wieder so ein Geschenk. Aber wir haben eh keine Zwille zum Runterklatschen. Von daher, mega egal. Wir gehen einfach mal in die Einkaufsmeile und gehen ein bisschen shoppen. Das tut man immer gerne. Viele haben auch geschrieben, ich werde Animal Crossing öfter sehen. Aber Leute, ich glaube, das wäre schnell langweilig. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir dabei, dass es einmal in der Woche schön am Sonntag kommt und ja. Ich weiß noch gar nicht, was ich für ein Samstagsvideo mache. Vielleicht kriege ich noch schnell irgendwas hingeschustert mit einem Top, also ein Top-Video. Ihr habt das ja ehrlich abgefeiert, dieses Top-Video, beziehungsweise das Top-Video von letzter Woche. Ob ich diese Woche eins hinkriege, ist noch, steht noch in den Sternen. Ich hoffe es. Also es wäre wirklich sehr schön, wenn ich das jede Woche hinkriegen würde. Glaube ich aber jetzt nicht. Ich will auch andere Sachen bringen. Ich habe auch überlegt, vielleicht Splatoon zu bringen, weil sich das auch viele gewünscht haben. Das müsste man sich halt erst kaufen. Und hallo Schneiderei. Ja, wir kennen uns noch nicht, aber wir kennen uns in der Vergangenheit. Hier kann man sich Sachen schneiden lassen oder einfach Sachen kaufen. Aber bevor wir erst was kaufen, wollen wir jetzt unser Kochschild anziehen. Fuck, Alter, ich glaube, ich habe das geklaut. Ganz langsam weg hier! Sie verfolgt mich, sie verfolgt mich, sie verfolgt mich, sie verfolgt mich. Du verpetzt mich nicht, oder? Ich bin gerade beschäftigt. Sicher? Verdammt. Ja, gut. Ich würde sagen, Hipster Mipster Zero Zero kauft sie das hier. Ein Kind. Na, oh Gott. Nein. Ich nehme kein Kindershirt. Da bleibe ich lieber Koch. Obwohl. Ohne Mütze. Wenn es jetzt eine Kochmütze gibt, bleibe ich Zero der Koch. Okay? Aber anders nicht. Oh mein Gott. Hier gibt es coole Mützen. Und sie. Den Stock im Mund. Den hatte ich damals auch. Der ist cool. Aber ich will die haben. Die Cappy. Ja, komm. Die nehmen wir. Obwohl, erstmal anprobieren. Oh mein Gott. Meine Haare stehen echt scheiße ab. Ja, komm. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wir sind cool. Wir sind jetzt stylisch, yo. So bleiben wir jetzt. Wir haben ein cooles Zeichen auf dem Kopf. So, Monokel wäre noch cool dazu, oder? Moment, dann habe ich das auf dem Bienenstich, oder? Warte mal, ich will mal anprobieren eben. Anprobieren. Das ist auf dem Bienenstich drauf. Ha! Die Bienenstichtarnung! Ich habe sie endlich herausgefunden.
Oh mein Gott, das ist zu gut, ey. Nee, wir gehen jetzt aber. Ah, heftig, heftig. Vielen Dank. Kein Ding. Ja, gut, Leute. Ich würde aber sagen, ich mache hier erstmal Schluss für heute. Wir sehen uns im... Ja, ich würde sagen, wir gehen auch ins Museum. Lassen unsere Fossilien da analysieren und dann war's das für heute. Deswegen nicht ganz so viel gemacht, obwohl doch, wir haben eigentlich heute schon ziemlich viel meiner Ansicht nach, oder? Deswegen hier ist der Uhu-Eugen. Das Nachteule bin ich tagsüber immer etwas schläfrig. Müssen Sie wissen. Willkommen im Museum von Pika Pika. Ach ja, und ihr habt gesagt, ich soll Zerotopia oder sowas, sollte ich meine Stadt nennen. Deswegen. Aber Eugen sagt auch, Pika Pika ist ein cooler Name und eigentlich Archäologie. Student und all sowas und deswegen nimmt er gerne meine Fossilien, meine Viechers, alle an, deswegen, weil er die sammelt, er ist eine Eule, wenn er hungert auf Insekten, ist er Insekten, wenn er hungert auf Fische, ist er Fische und wenn er hungert auf Kunstwerke, ist er Fossilien, genau, so ist es. Und er labert, das ist immer das Doof, wenn man neu anfängt, die haben immer so viel zu erzählen, ja. das meiste solltet ihr wissen auch und ich weiß das meiste ja auch. Fossilanalyse, mein Freund. Ich hab nicht sehr viele. Das. Und das. Ach, er macht beide gleichzeitig auch. Das ist gut. Da. Einmal analysieren. Was sagt er zu? Mehr als ein Fossil, wie ich sehe. Werfen wir einen blauen Blick drauf. Ich sehe eine Fossil, haben wir. Oh mein Gott, das ist eine Überraschung. Ein wahres. Was ist ein wahres. Ein wahrer Experte wie ich. Sieh das. Vielleicht kann ich sie überzeugen, die Fossilförderung von Pika Pika zu stiften. Hat die jetzt analysiert oder nicht? Warte, man muss mal angucken hier. Hat er. Ein Schwanz und ein Schwanz. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir hören lieber auf mit dem Part, bevor hier noch mehr Schwänze kommen. Oh mein Gott, dieses Wortspiel. Haut rein, meine Freunde. Wenn ich dabei gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder sonstiges oder irgendwas, worüber ich reden kann im nächsten Part von Animal Crossing, dann schreibt es in die Kommentare. Ich finde das Format eigentlich ziemlich witzig. Von daher, haut rein bis zum nächsten Part und ciao. I Zero of Time. Over and out. Und bevor Rizetti kommt, speichern.